Hey ho Leute und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ich habe gerade mal eben so ein bisschen Zeug weggepackt. Wir haben jetzt noch den Spencer-Schlüssel, die Diskette, weil ich vermute, die werden wir in dem Raum brauchen. Magnum haben wir noch und die Pistole. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rüber direkt zum Spencer-Schlüsselloch und stecken da den Schlüssel rein. Und dann, ja, gucken wir mal, was sich dahinter so verbirgt. So, warte mal, wo waren das eigentlich? War das... Ah, toll, da muss ich natürlich jetzt wieder komplett außen rumlaufen, weil ich da nicht so hinkomme. Oder? Nee, die Tür öffnet sich nur in diese Richtung. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Gemein. Aber gut. Machen wir. Einmal komplett rum. Weil es ja so schön ist, diese Villa, können wir sie einfach nochmal ein bisschen durchlaufen. Ich hoffe ja bloß mal, dass jetzt nicht noch irgendwie Hunter unterwegs kommen. Sicherheitshalber habe ich trotzdem Aufnahme mal gestartet, weil ich es irgendwie trotzdem vermute. Auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Aber gut, wofür wir die Batterie da eingesetzt haben in dem ja, Außenbereich, weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz. Da werden wir auf jeden Fall trotzdem nochmal zurück müssen. Das heißt, das Umbrella-Symbol nehmen wir auf jeden Fall nochmal wieder mit. Keine Ahnung, warum man das nochmal rausholen kann. Dass man einfach diesen Rubin da einsetzen kann, gut, okay. Hätte man drauf kommen können. Bin ich ja letzten Endes auch, hat bloß ein bisschen gedauert. Aber naja, was soll's. Ich hatte halt gedacht, man muss da so ein Symbol einsetzen oder so. Da hier in dieser Villa ja sehr viel mit Symbolen einsetzen und so weiter passiert, habe ich das halt vermutet, aber ja gut. Was will man machen, ne? Okay, war hier noch irgendwo so ein Froschgesicht? Ja, ich höre ihn schon wieder. Aber er scheint sich nicht so ganz für mich zu interessieren. Ich habe ihn gerade quaken gehört, aber er hat anscheinend keinen Bock. Okay, die Hunter-Leiche ist auf jeden Fall despawned. So, hier müssten wir jetzt eigentlich reinkommen. Genau. Den brauchen wir nicht mehr. Weg damit und rein da. Oh. Rebecca! Is she upstairs? Okay, kurze Zwischensequenz. Hier ist ein offenes Fenster. Okay, sehr kleiner Raum auf jeden Fall. Kann ich durch das Fenster jetzt klettern oder wie? In dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Verwend doch dein Feuerzeug. In Filmen funktioniert das immer. Brauchen sie jetzt nicht, ist ja klar. Dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Ja, schön. Kannst du die Lampe nicht anmachen? Da ist eine Lampe auf dem Tisch. Mach die Lampe an. Ja. Danke. Okay, was haben wir hier? Ein weiteres Umbrella-Symbol. Die können wir dann wahrscheinlich zu zweit jetzt bei der Tür einsetzen, hoffe ich mal. Was alle befassen sich mit Biologie. Okay, ein paar Bücher. Inhalt ist unberührt, vielleicht war hier noch niemand. Nee, das Licht wollen wir nicht wieder ausmachen. Ah, Gewehrmunition. Ohne Gewehr. Immer wieder gut. Ein altmodisches Telefon. Das Kabel wurde durchgeschnitten. Okay. Eine Granate. Eine Sammlung dicker Wälzer. Hier gibt es Bücher über alles, von Genetik bis Politik. Okay, das war anscheinend alles. Durch das Fenster kann ich nicht gehen, ne? Nee. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Das hat sich ja jetzt nicht besonders gelohnt. Aber okay. Rebecca ist auf jeden Fall irgendwie da. Weil zumindest schien es gerade so. Ich mache mich schon mal bereit für den Fall einer Zwischensequenz, aber es kommt keine. Okay, er meinte, sie ist oben. Wo soll sie denn da oben sein?
Ich habe jetzt zwei Umbrella-Symbole. Theoretisch könnte ich probieren, die da in der Tür einzusetzen. Ich gehe auf jeden Fall trotzdem mal nach oben. Erstmal nochmal kurz an die Inventarbox, dass wir uns vielleicht mal mit einer Shotgun ausrüsten für den Fall der Fälle. Oder zumindest mit ein bisschen Munition. Und auch die Restmunition mal wegpacken, dass wir ein bisschen Inventarplätze frei haben. So, Rebecca hat da zwar gerade so ein bisschen rumgeschrien, aber das passt schon. So, die beiden müsste ich doch jetzt eigentlich bei der Tür einsetzen können, theoretisch. Sicher weiß ich es zwar nicht, aber ich würde es jetzt einfach mal vermuten. So, ein Pistolenmagazin können wir mal voll machen. Magnum auch. So, die Diskette brauche ich wahrscheinlich doch erstmal nicht. Nehme ich mir noch irgendwas anderes mit? Ich habe keine Ahnung. Was mit der komischen Waffe hier ist, weiß ich auch nicht. Die werde ich wahrscheinlich niemals verwenden. Wir haben noch die Wolfsmedaille. Wir haben ganz schön viele Medaillen. Ich hab so die Vermutung, da kommt noch ein bisschen was. Okay, ich packe die erstmal weg. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal nach oben, denn anscheinend ist ja Rebecca da irgendwo. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der Magnum. 6 Schuss sollten eigentlich reichen. Wenn wir damit Hunter One hitten, sollte das eigentlich für jeden Gegner reichen, den wir gerade zur Zeit haben. Okay, wo hat die hier jetzt geschrien? Ich gehe einfach mal in den Raum da. Rebecca, wo bist du? Wo ist die denn? Ist die hier drin? Oder wird das Spiel mich einfach nur verarschen und die ist gar nicht hier? Die ist hier doch gar nicht. Also, what the hell? Vor allem war die nicht eigentlich in der Residenz da, in dem komischen Chemieraum? Ganz komisch, ganz komisch. Okay, ich würde gerne nochmal nach unten. Dann nehme ich jetzt nämlich die beiden Symbole mit und probiere nochmal bei der Tür, sie einzusetzen. Vielleicht klappt es ja diesmal, wenn man beide hat. Aber theoretisch hätte es auch funktionieren müssen, wenn man eins hat, dass man es schon mal einsetzen kann. Aber manchmal ist das Spiel halt. Manchmal macht es das, manchmal macht es das nicht. Wir können halt einfach nur ein bisschen rumprobieren. So, die beiden Umbrella-Symbole. Einmal dich und einmal dich. So, ich könnte hier natürlich nochmal über. Kombinieren kann ich die nicht. Ich wollte hier eigentlich prüfen. Ein Symbol ist in das achteckige Objekt eingraviert. Ja, keine besonderen Merkmale. Und dann haben wir noch das Ding hier. Okay, auch keine besonderen Merkmale. Aber die müssten wir eigentlich einsetzen können. Eigentlich. Ob es wirklich funktioniert. Wir werden es gleich herausfinden. Ich muss dafür nur mal eben wieder durchs halbe Haus laufen. Man kennt das ja. Kann ich einfach mal irgendwie mir jemanden Türgriff besorgen, dass ich einfach diese scheiß Tür reparieren kann? Da muss ich hier nicht die ganze Zeit hin und her latschen. Das wäre echt. Das würde vieles einfacher machen. Das würde sehr vieles einfacher machen. Und was war jetzt eigentlich mit diesem komischen Monster, was da bei der Hütte war? Das haben wir ja auch noch. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, was es mit dem Ding auf sich hat. Wir sind schon wieder bei 9 Minuten. Ich habe mal geguckt, wir müssen jetzt mittlerweile beim 31. Part sein oder so. Krass, ey. Aber gut, bei 15 Minuten Parts, ne? Da kann sich ja schon mal ein bisschen anhäufen. So, kann ich hier jetzt interagieren? Jetzt funktioniert's. Alles klar. Ist ja normal. Nein, ich will das andere einsetzen. Wie, das brauche ich jetzt nicht. Setz das doch ein da. Warum kann ich das eine einsetzen und das andere nicht? Ich raste schon wieder aus.
Gut, dann brauchen wir wahrscheinlich ein Stein- und Metallobjekt, weil das hier ist ja nur ein Metallobjekt, das andere ein Stein- und Metallobjekt. Das heißt dann wahrscheinlich muss ich nochmal da oben hin, muss da das andere Ding jetzt einsetzen und dann können wir hier weiter. Oh, warte mal, was ist denn das? Warum ist es hier jetzt rot? Ist das jetzt einfach nur, weil das der gleiche Raum ist oder wie? Wahrscheinlich einfach nur wegen der Tür, ne? Ja gut, aber was bringt... Was, wenn ich jetzt wieder da oben hinrenne und da wieder nichts ist, dann... Ne? Ist vorbei. Ich brauche auf jeden Fall einen Stein und Metallobjekt. Also nochmal so ein anderes Umbrella-Symbol. Ich könnte halt höchstens nochmal zu Rebecca zurückgehen, aber ob mir das groß was bringt? Weil wir waren ja jetzt eigentlich schon mal da oben. Andererseits kann ich hier gerade nicht viel mehr tun. In dem Bereich waren einfach bloß noch ein paar Heilkräuter und so, deswegen ist der noch rot. Ja, eigentlich... müssen wir ja nach oben, bringt uns ja nichts. Das heißt nochmal... schön den ganzen Weg laufen. So, dieser komische Zombie da, der existiert auch immer noch. Den habe ich immer noch nicht abgeknallt, weil er mir einfach am Arsch vorbeigeht. Lauf, Chris. Lauf ein wenig schneller. Wir haben es eilig. Hier ist doch irgendwo noch ein... Ich höre den doch ganz klar. Hier ist irgendwo noch ein scheiß Hunter. Ah, naja, solange er mich nicht angreift, soll es mir egal sein. Wo kriege ich denn jetzt noch ein anderes Umbrella-Symbol her? Meine Fresse. Ich hatte gehofft, wir könnten die jetzt einfach da einsetzen und dann wäre offen der Scheiß, aber... ja, war falsch gedacht. Das kann ich nicht einsetzen? Ernsthaft? Ich bin hier umsonst hergerannt. Was soll ich mit dem Ding machen? Was soll ich damit tun? Ich raste aus. Ich raste aus. Jetzt bin ich den ganzen Scheißweg hier umsonst gelatscht. Aber wo sonst soll ich das Ding verwenden, wenn nicht an dieser Tür? Es ist mir echt ein Rätsel. Es ist halt eins zu eins auch die gleiche Beschreibung wie bei dem anderen Ding. Ich weiß nicht, warum ich es nicht einsetzen kann. Stand ich vielleicht einfach nur schlecht oder... ist halt alles abgearbeitet. Es macht keinen Sinn. Es ist nur noch dieser Raum übrig. Ich muss das doch da einsetzen können. Das kann mir keiner erzählen. Was zur Hölle? Es hat hier einfach wieder Aufnahmeeffekt, dass es nicht funktioniert. Alter, wo ist dieser Hunter? Ich will den jetzt töten. Hängt er im Badezimmer? Der hängt im Badezimmer. Der lebt noch. Er frisst einfach zwei Magnum-Schüsse. Der hat richtig Bock. Okay, war vielleicht ein bisschen gewasted money. Munition meine ich. Nicht Money. Aber, ja. Was soll's. Ein paar Magnum-Schuss haben wir ja noch. Warte mal, liegt da was? Ne, ist einfach nur Holz, ne? Ja, ist einfach nur Holz. Einfach nur ein paar Holzsplitter vom Fenster. Kennt man. Sah ganz kurz aus wie Munition. Aber nein, es war keine Munition.
Boah, ich habe echt keinen Schimmer, wo ich das, was ich sonst noch tun soll. Ich, ne? Da oben komme ich halt nicht weiter ohne das Symbol. Das Symbol da einsetzen bringt mir auch nichts. Und Rebecca war hier wohl auch irgendwie gerade, aber wenn ich nach oben gehe, passiert nichts. Die andere Einbuchtung sieht irgendwie eigenartig aus. Ja, ich kann das jetzt mitnehmen. Schön. Dich kann ich hier nicht verwenden. Ich kann nur das hier benutzen. Die wollen mich doch... Die wollen mich doch einfach nur verarschen. Das kann doch nicht wahr sein. Warum hatten wir diese Zwischensequenz mit Rebecca? Warum? Wenn wir doch jetzt... Wenn es doch jetzt nicht weitergeht. Ich nehme das einfach mal wieder mit. Scheiß drauf. Das bringt mir jetzt auch nichts, zurück zur Residenz zu gehen, wenn die doch hier ist. Ich könnte jetzt nochmal in den Raum gehen, wo sie eigentlich sein sollte. Nämlich diesen Chemieraum, aber... Es ist hier auch wieder grün. Ja, hier oben war sie ja nicht, ne? Das wäre die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch einfallen würde. Ja, dann würde ich sagen, laufe ich jetzt erstmal zur Residenz offscreen. Und dann gucken wir mal, ob es da weitergeht oder nicht. Es ist halt echt immer ein bisschen Rumgerätsel. Das Spiel nimmt einen halt nicht so sehr an die Hand, wie man es von heutigen Spielen gewöhnt ist. Aber gut, ich bin für heute erstmal raus. Wir sind schon wieder drüber über der Zeit. Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.